der Kuchen. Es war Nacht. Der Hunger riss mich aus dem Schlaf. Es trieb mich in die Küche. Ich aß nichtsahnend ein Stück Rosinenkuchen, das übrig geblieben war. Da hörte ich plötzlich ein merkwürdiges Geräusch. Das kam aus meinem Mund. Beim Zermahlen des Kuchens erzeugten meine Zähne einen merkwürdigen, mir unbekannten Klang. Es ist mir nicht möglich, ihn näher zu beschreiben. Ich kaute weiter auf dem Bissen herum und beim Herunterschlucken war mir, als hätte der Kuchen einen eigenartigen, mir ungewohnten Geschmack. Neugierig biss ich noch einmal ab und versuchte erneut, das merkwürdige Geräusch zu erzeugen. Mir war, als wäre der Kuchen besonders trocken und ich kaute, um meinen Speichelfluss anzuregen. Bei jedem Kauen hörte ich wieder dieses Geräusch und ich überlegte, woher es mir bekannt sein könnte. Hatte ich es vielleicht schon einmal gehört? Aber ich konnte es einfach nicht zuordnen. Man verzeihe mir, dass ich deshalb auch nicht beschreiben kann, wonach es eigentlich klang. Das Gleiche ging mir bei diesem eigenartigen Geschmack durch den Kopf. Es war sofort wieder präsent, sobald mein Speichel vom Kuchen auf meine Zunge gelangte. Es war ein mir unbeschreiblicher, unbekannter Geschmack und ich konnte ihn überhaupt nicht zuordnen. Ich nahm noch einen Bissen und inzwischen war das Stück Kuchen schon so klein geworden, dass ich mir versehentlich in den Finger biss. Vor Schreck schrie ich laut auf und als dann mein Blick auf den Kuchen in meiner Hand fiel, wollte ich noch einmal aufschreien. Es war ein unbeschreiblicher Anblick und ich ließ das Stück Kuchen aus der Hand auf den Tisch rollen. Dort zerfiel es und ich sah nur noch einen Haufen Maden über den Tisch kriechen. Angeekelt stach ich mit dem Messer in den Kuchen und er entpuppte sich als ein von Maden zusammengehaltener Ring von Kuchenkrümeln. Ein Gefühl von Ekel überwältigte mich. Ich wachte schweißgebadet auf. Schreck lass nach. Ich hatte das alles nur geträumt. Ich wischte mir den Schweiß aus dem bleichen Gesicht und schlief erschöpft ein.